Willkommen zu Bahn News Bayern, Januar 2021. In diesem Video erfährst du alles, was sich im Bahnland Bayern im Januar ergeben hat. Viel Spaß beim Zusehen. Los geht's mit dem Güterzugtunnel in Fürth. In Franken wurden die Planungen für einen neuen Güterzugtunnel vom Nürnberger Rangierbahnhof nach Eltersdorf an das Eisenbahnbundesamt übergeben. Hierbei handelt es sich um eine 14 Kilometer lange Neubautrasse für den Güterverkehr, der die Bestandsstrecke an den Bahnknoten führt, wo sowieso sehr viel Regional- und Fernverkehr unterwegs ist, entlasten soll. Außerdem sollen die Anwohner von Lärm entlastet werden. Die Strecke ist zweigleisig in einem 11 Meter breiten Tunnel geplant und soll entlang des Frankenschnellwegs verlaufen, also der Autobahn. Von der 14 Kilometer lang geplanten Strecke sind ca. 7,5 Kilometer in einem Tunnel. Abhängig der Dauer des Genehmigungsverfahrens ist mit einem Baubeginn ab 2024 zu rechnen. Umbau des Bahnhofs Pfaffenhofen an der Ilm. Für rund 60 Millionen Euro wird der Bahnhof Pfaffenhofen an der Ilm modernisiert und erweitert. Die Baumaßnahmen haben begonnen und dauern bis ca. 2022 und werden in 8 Bauschritte aufgeteilt. Ziel der Maßnahme ist es, den Bahnhof Pfaffenhofen an der Ilm viergleisig auszubauen, sodass 2 Durchfahrtsgleise für die ICEs entstehen. Regionalzüge sollen also überholt werden können. Dies bringt mehr Pünktlichkeit und Kapazität, ist sehr wichtig für den Deutschlandtakt, also den Halbstundentakt der ICEs. Während der Baumaßnahmen werden Züge umgeleitet und teilweise durch Busse ersetzt. Zusätzlich werden Erneuerungen an Oberleitungsanlagen, Lärmschutzwände und ein elektronisches Stellwerk gebaut. Zorn-Eding bekommt nachhaltiges Empfangsgebäude. Die Station Zorn-Eding, die von der S-Bahn München angefahren wird, bekommt ein neues, moderneres und klimaneutrales Gebäude. Die Deutsche Bahn und die Gemeinde investieren insgesamt 900.000 Euro. Das Gebäude wird aus Holz bereits so angeliefert, dass es vor Ort nur noch montiert werden muss und der Bau schnell fertig ist. Im Inneren befindet sich ein öffentliches WC, eine Wartehalle und ein DB Service Store. Auf das Dach kommt eine Solaranlage, auch der Vorplatz soll von der Gemeinde neu gestaltet werden. Viergleisiger Ausbau zwischen Daglfing und Johanneskirchen. Dieser Streckenabschnitt liegt im Großraum München. Aufgrund des stetigen Wachstums der Landeshauptstadt und der Erweiterung des Bahnverkehrs wird der viergleisige Ausbau angestrebt. Aktuell geht es darum, ob der Ausbau ober- oder unterirdisch erfolgen soll. Dafür sind knapp 120 Bohrpunkte, die gebohrt werden. Je nachdem, was bei den Bohrungen herauskommt, wird die Bahn entscheiden, mit dem Bund und der Stadt München, wie es finanziell aussieht, ob man unterirdisch oder oberirdisch bauen soll. Deutsche Bahn stellt 820 Nachwuchskräfte allein in Bayern ein. Die Deutsche Bahn möchte im Jahr 2021 trotz der Corona-Krise in Bayern wieder über 800 Nachwuchskräfte an Bord holen. Vor allem in den Berufen des Triebfahrzeugführers und Fahrdienstleiter werden viele Menschen gesucht. Bundesweit werden wieder über 5000 Nachwuchskräfte eingestellt. Ich selbst lerne auch bei der Deutschen Bahn und kann sie als Arbeitgeber sehr empfehlen. 31 neue Züge für DB Regio. Die DB Regio Bayern unterzeichnet einen Vertrag über 31 neue Siemens-Triebzüge. Bei der Bestellung handelt es sich um 25 Doppelstockzüge des Typs D0 HC sowie 6 Triebzüge des Typs Mireo. Der Fahrgastbetrieb für die Fahrzeuge ist ab Dezember 2024 geplant. Die Fahrzeuge wurden bestellt, da die DB Regio die Ausschreibung des Donau-Isar-Netz erneut gewonnen hat. Die DB Regio verkehrt dort bereits größtenteils mit Zügen der Baureihe 440. Auch gehört zu diesem Netz zukünftig der Flughafenexpress aus Regensburg. Dort verkehrt aktuell die Baureihe 442, der Talent 2. Die Fahrzeuge des Typs D0 HC sind für den Einsatz auf der RE3 zwischen München und Passau über Landshut und Platten geplant und bis zur Eröffnung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke auf der RB33 München-Freising-Landshut. Die Züge des Typs Mireo sind für den Flughafenexpress RE22 von Regensburg Hauptbahnhof nach München Flughafen geplant. Nach Eröffnung der zweiten Stammstrecke fällt die RB33 von Freising nach Landshut weg. Die D0 HC-Züge von dort werden dann eingesetzt als Taktverdichter zwischen München und Regensburg sowie München und Plattling. Die neue Fahrzeugflotte ist komplett barrierefrei, klimatisiert und verfügt über kostenloses WLAN. Die D0 HC-Züge sind vierteilig, bieten 370 Sitzplätze, davon 20 in der ersten Klasse. Bis zu 3 HC-Züge können miteinander flexibel gekuppelt werden. Auch hat die DB Regio bereits 26 vier- und sechsteilige Fahrzeuge des Typs D0 HC für das Franken-Thüringen-Netz bestellt.
Die sechsteiligen Züge davon sind mit ETCS ausgestattet und werden in Zukunft auf dem RE zwischen Nürnberg und Erfurt verkehren. Somit ist der München-Nürnberg-Express nicht mehr allein der schnellste Regionalexpress in Deutschland. Allgemein sind die neuen Siemens-Züge vom Typ Mireo und die Siro HC sehr beliebt. Die Deutsche Bahn hat sie unter anderem schon für Baden-Württemberg und viele weitere Netze bestellt. Auch in Bayern wird Go Ahead damit bald verkehren. Aber nochmal zurück zum Regionetz Donau-Isar. Was mit den aktuell verkehrenden Zügen der Baureihe 440 passiert, ist mir leider nicht bekannt. Ich habe gehört, diese sollen ins Allgäu gehen. Auch die aktuell verkehrenden Talent 2 Züge in Franken sind gerade einmal 10 Jahre alt. Da Eisenbahnfahrzeuge in der Regel mindestens 20 bis 30 Jahre unterwegs sind, denke ich, wird man für die Fahrzeuge eine weitere Verwendung finden. Bayerische Eisenbahngesellschaft schreibt Dieselnetz Oberfranken aus. Der Vertrag für den neuen Betreiber soll von 2023 bis 2035 laufen. Bisher werden die Strecken überwiegend von Agilis betrieben. Das künftige Netz Regionalverkehr Oberfranken integriert erstmals alle bislang dieselbetriebenen Regionalbahnen in Oberfranken. Auch die bisher in separaten Ausschreibungen vergebenen Strecken Hofsee-Plößberg über Asch nach Tschepp, aktueller Betreiber die Länderbahn, und die Strecke Hof-Guttenfürst, aktueller Betreiber die Erfurter Bahn, kommen hinzu. Das war's dann auch schon wieder mit Bahn News Bayern. Ich würde mich natürlich über Anregungen positiv oder auch negativ freuen. Das war das erste Video in diese Richtung auf diesem Kanal. Das ist jetzt geplant für jedes Monat, also immer am Ende des letzten Tages vom Monat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie gesagt über eine positive Bewertung via Like oder Kommentar sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen, Servus und Pfiati.